9 Uhr morgens, Frankfurt am Main, Messegelände. Hier auf der Paperworld, der Weltleitmesse für Papier- und Schreibwaren, gibt so mancher Aussteller Produkte als sein eigen aus, die eine andere Firma erfunden hat. Um Geschäfte mit Plagiaten von vornherein zu verhindern, kontrollieren hier heute Zöllner Christian Schwarz und seine Kollegen. Also man bedenke mal, dass die Entwicklungskosten bei so einem Stift unter Umständen sehr hohe, vielleicht auch Millionenbeträge erreichen können. Und die Fertigung oder das Abkupfern eines solchen Stiftes kostet im Vergleich wenige Cent. Und dementsprechend ist es natürlich, hat die Firma ein enormes Interesse daran, eben dieses Abkupfern zu verhindern. Und dann eben auch den Absatz und den Verkauf zu verhindern insbesondere. Auch wenn vielleicht nicht jeder in böser Absicht fälscht, wie der erste Fall zeigt. An diesem Stand aus Indien hat ein französischer Markenhersteller einen Stift entdeckt, dessen Namen er sich hat schützen lassen. As you can see, the spelling is the same as on the sign. And it's the same category, the same product category. Yeah? This is the protected word. Our is totally okay. Different. Yes, yes. But I and Y not yes. The same. Okay. Es geht um einen Stift, dessen Name sich nur durch einen Buchstaben unterscheidet. Zum Schutz seiner Mitarbeiter will der Originalhersteller anonym bleiben. Geben wir dem Corpus Delicti, also den fiktiven Namen, Kuli mit I. Dann hat sich das europäische Unternehmen das Exklusivrecht gesichert, unter diesem Markennamen Kugelschreiber zu verkaufen. Eben der Name seines Stiftes stellt den Bestseller eigentlich seiner Produkte dar. Und dieser Name fällt auch sofort ins Auge. Deswegen sind wir auch sofort auf diesen Stand aufmerksam geworden. Und es war dann letztlich auch so, dass der Schutzrechtsinhaber ein Schutzrecht vorgelegt hat, eine sogenannte Wortmarke. Weil die indische Firma ihren Stift ebenfalls Kuli nennt, geschrieben mit Y, hat sie nun ein Problem. The problem is, yeah. as far as the customer is confused about it, because it's the same category, it's both pens. This is the original pen. No, I cannot agree. Wait. I cannot agree, sir. Just listen to I'm my. Very sorry. Optisch besteht keine Verwechslungsgefahr, aber bedenkt man, dass wir bekannte Markennamen als feste Begriffe für unter anderem Klebstoff oder Papiertaschentücher verwenden, liegt auf der Hand, was der Originalhersteller des Kuli mit I gegen das Produkt mit Y hat. Ja, je nachdem, ob das Wort jetzt aufgedruckt auf die Ware ist oder ob es irgendeine andere Verbindung mit der Ware gibt. Auf jeden Fall kann natürlich ein Wort auch eine enorme Assoziation darstellen mit dem Produkt. Und so ist es auch in dem Fall. Denn dadurch, dass das Wort auf dem Original des Herstellers, des europäischen Herstellers, eben auch aufgedruckt ist, ist es eben für den Kunden auch, sagen wir mal, ist die Verwechslungsgefahr für den Kunden auch enorm hoch, ja, das dann eben mit diesem europäischen Produkt zu verwechseln. Der indische Stiftfabrikant bestreitet das vehement. Doch weil Christian Schwarz hier den Verdacht einer Straftat hat, muss er von Amts wegen ermitteln. So you can fight a court hearing, but for now we have to start the proceedings against your company. And you can consult your lawyer and fight a court hearing. Okay? But that is totally wrong, as I understand. It is, I think so. You are disturbing our company only. Okay, that's okay. That's okay. But no. But look, in Germany, the law demands the law. But if something, our product is not similar to your product. Das räumt auch der Originalhersteller freimütig ein. Und wäre der indische Kuli kein Kugelschreiber, sondern eine Gießkanne, wäre er jetzt auch kein Fall für die Staatsanwältin, die den Zolltrupp begleitet. Ich erkläre es Ihnen mal kurz. Und zwar, es geht um den Schriftzug hier. Also das Wort klingt ja gleich, also der Klang ist der gleiche und die Warenkategorie ist die gleiche. Das ist eine Wortmarke, keine Wortbildmarke. Eine Wortmarke, genau. Wir haben es hier mit dem unbefugten Gebrauch einer geschützten Wortmarke zu tun. Das heißt, ein bestimmtes Wort ist als solches eingetragen, als Marke. Das bedeutet, dass man das Wort als solches nicht verwenden kann, aber auch andere Buchstabenkombinationen, die eben sehr ähnlich sind, zum Verwechseln ähnlich, nicht gebrauchen darf für die jeweils geschützte Produktgruppe. Für die Zöllner ist Staatsanwältin Monika Huckelabus ein Ass im Ärmel. Sie wird den Fall weiter bearbeiten und im Namen des Volkes vor Gericht bringen. Hier ist sie sich ihrer Sache offenbar sicher.
Ja gut, also ich meine, zu seiner Verteidigung hat er natürlich gesagt, dass die Wortmarke, ein Buchstabe ist vertauscht. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz ist der Klang des Worts natürlich gleich. Ja, und außerdem, es geht ja nicht nur darum, dass es 1:1 kopiert wäre oder gleich wäre, sondern es geht um die Verwechslungsgefahr. Genau. Und das, die ist auch gegeben, wenn nur ein Buchstabe richtig verändert ist. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und darüber hinaus haben wir noch die Warenkategorie, um die es geht. Ja. Ja? Denn der Originalhersteller ist die gleiche Warenkategorie. Ja. Also da ist die Verwechslungsgefahr sicherlich gegeben. Okay. Sind wir uns einig, ja. Okay, wie viel Sicherheitsleistung würden wir nehmen? Ja, wir haben ja einen Verstoß wieder gegen das Markengesetz. Genau. Das heißt, für den höheren Strafrahmen. Richtig. Insofern denke ich, dass 1.000 Euro hier Tat und Schuld angemessen sind. Normalerweise müssten wir ja sogar über eine Haft nachdenken. Richtig, ne? Ja. Nach dem Gesetz. Genau. Aber wir bleiben bei den 1.000 Euro. Genau. Okay. Das Markengesetz sieht als Strafrahmen für die gewerbsmäßige Begehung einen Strafrahmen von 3 Monaten Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren vor. Also der Gesetzgeber hat hier diesen Tatbestand relativ, hoch angesiedelt. Und insofern muss man sich daran orientieren bei der zu bemessenden Strafe und der zur Abdeckung dieser Strafe zur bemessenden Sicherheitsleistung. Es handelt sich hier also nicht um eine Geldstrafe, sondern um eine Kaution, die auch dann die zu erwartenden Strafen und Kosten des Gerichtsverfahrens abdeckt, wenn ein Ausländer sich der deutschen Justiz entzieht. Und das ist nicht verhandelbar. And the prosecution already agreed to this statement. So we are forced to start proceedings. As I already mentioned, if you don't agree, you can fight a court hearing against the company, okay? But we are not here to we cannot decide this because in Germany only the judge, the court, is allowed to make a decision about different opinions. Der französische Schutzrechtsinhaber dürfte vor Gericht gute Karten haben. Der indische Kuli wird zwar am Ende mit Y geschrieben, maßgeblich ist aber die Verwechslungsgefahr für den Verbraucher. Also man muss dazu sagen, der Originalhersteller ist weltbekannt, auch der Originalstift ist weltbekannt und insofern liegt es nahe, dass es zumindest billigend in Kauf genommen wird und dass es ausreichend für einen Vorsatz im strafrechtlichen Sinne, dass man eben dieses Wort hier verwendet, um da eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Now, what you want to do? I already explained to you what we are doing. Yeah. We have to start legal proceedings against your company and we need your passport for that. Okay, then after that you take the passport and you get the passport back. The passport is only necessary for copying your identity, nothing more. Promised, okay? Das Aussteller sich zieren, einer ausländischen Behörde ihren Pass auszuhändigen, ist Christian gewöhnt. Während seine Kollegen nach weiteren Plagiaten suchen, versucht der Zöllner, den Mann zu beruhigen. Wir haben überhaupt keine Befugnis, einen Pass einzubehalten. Ein Pass oder ein Ausweisdokument ist immer Eigentum des Landes, der ihn ausgestellt hat. Und es gibt zumindest mal in Deutschland und in Europa keine Rechtsgrundlage, einen Pass einzubehalten. Es sei denn, das wäre eine Fälschung. Aber ansonsten muss er seinen Pass zurückbekommen. Und damit sind auch keinerlei Konsequenzen verbunden. Der indische Geschäftsmann sieht ein, dass er an dieser Stelle nicht weiterkommt und zeigt sich kooperativ. Close this one? No, we will remove it because we have to take it as evidence for the case. Aber nicht nur das, wie Christian mit seinem Kollegen Stefan Pranzers bespricht. Also wir nehmen das Plakat mit, genau, und wir nehmen auch die Stifte mit. Und wir nehmen 3 Kataloge, was da nämlich auch drin ist. Genau, da steht es auch drauf, klar. Der Aussteller beugt sich dem Arm des Gesetzes, beteuert aber seine Unschuld. Listen, my word. Listen me. Yes, listen yes. Listen me. I wanted to remove this. Remove all these things. All these things. Yeah, we have to remove it. No, no. We have to remove it. Please that. Please do that. No, I have no objection yes, for that. Yes, yes. You do that. Only thing I wanted to know, it is no my intention. It is not my intention to use that word. This is only for ignorance. In any way, in any case, that this word or that means sentence or anything is protected. I never used that one. But unfortunately, you used it on the fair. It was the first time we are coming to the. Yes. This is my first time. Yeah. It was not intentional. It is never my intention. It's okay. I'm telling you. It's okay. I never have any intention to fight with. Okay. Company okay. Like yours. But anyway, we got to start the proceedings. You know, that's the problem.
Der Zöllner macht klar, je schneller er den Pass des Mannes bekommt, umso schneller kann er wieder seinen Geschäften nachgehen. Das überzeugt. Auch die 1.000 Euro Sicherheitsleistung zahlt der Mann anstandslos. So, das waren ja zwei Beteiligte gewesen, ein Chef und ein Mitarbeiter, und die haben zusammengelegt. Also die hatten beide Bargeld einstecken und haben dann den Gesamtbetrag zusammengelegt. Insgesamt stellen die Zöllner an dem Stand 429 Stifte, drei Kataloge und ein Plakat sicher, worauf der Name des geschützten Originals aufgedruckt ist. Weil eben die Verwechslungsgefahr mit der Originalwortmarke einfach gegeben ist. Und da ist es dann auch unerheblich, ob der Stift jetzt ob der Stift dem Originalstift ähnlich sieht. Denn durch die Nutzung der Wortmarke haben wir eben schon den hinreichenden Tatverdacht für eine Schutzrechtsverletzung. Aus dem Grund bekommen die Aussteller außerdem noch die Auflage, den Markennamen auch in ihren Katalogen zu schwärzen. Yeah, Marker, Black Marker. Black Marker. Black Marker. Black Marker. But invisible. Invisible. Okay. And keep in mind, please, all the catalogs, also the catalogs down here. Every catalog got to be prepared. That's very important. No. After you? We'll do okay? That. Because we come back on Monday. Please, most welcome, sir. Yes. And if there's any catalog left, we have a big problem there. I start this thing, okay, great. So keep that in mind, this is very important. Die Aussteller aus Indien halten Wort. Bei der Nachkontrolle haben die Zöllner keinerlei Beanstandungen. Ob der Fall vor Gericht kommt oder das Verfahren eingestellt wird, muss jetzt im Nachgang die Staatsanwaltschaft Frankfurt klären.